wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu diesem neuen Wochenvlog. Ich fange meinen Vlog ausnahmsweise mitten in der Woche an, weil ich vorhabe, übers Wochenende mitzufilmen. Es ist heute Mittwoch. Ich war jetzt gerade einkaufen, habe heute Morgen auch schon ein bisschen was im Haushalt gemacht. Ein bisschen was habe ich euch mitgefilmt, habe auch schon mein Video fertig geschnitten, mein Food Diary hochgeladen und alles. Es ist alles schon erledigt, Gott sei Dank. Normalerweise mache ich das total gerne, das Schneiden und Bearbeiten und Thumbnail rumbasteln und alles. Aber heute, beziehungsweise in den letzten paar Tagen, hatte ich irgendwie so nie wirklich die Motivation dafür. Ich weiß auch nicht, wo die hin ist. Ich könnte wirklich einfach den ganzen Tag in der Bude hocken und lesen und gar nichts tun. Das ist echt schlimm. Der hat auf jeden Fall noch eine Maschinenwäsche starten. Eigentlich hatte ich heute Morgen auch vorgehabt, noch spazieren zu gehen, zumindest mal für so eine Dreiviertelstunde rauszugehen, aber es ist so eisig. Also der Wind bläst auch wie verrückt. Es sind, ich glaube, null, aber es durch den Wind fühlt es sich halt wirklich an wie -7 oder -8 und der pfeift halt auch wirklich brutal und deswegen habe ich da ehrlich gesagt gar keine Lust rauszugehen. Wenn jetzt der Wind nicht wäre, würde ich sagen, ich packe mich dick ein und ich habe nämlich diesen riesen, dicken, fetten Schal in der Kiste gefunden letzte Woche, den ich im Winter in Deutschland immer so gern anhatte. Ich würde dann jetzt einfach den restlichen Haushalt schmeißen und ich habe auch gelogen, es ist gar nicht Mittwoch, es ist Donnerstag. Ich werde jetzt erstmal, denke ich, ein Mittagessen machen. Habe vor ein paar Tagen Brot gebacken. Ich denke, da mache ich mir einfach eine Scheibe Brot mit veganem Käse und Ei obendrauf. Ein bisschen Paprika, ein bisschen Zwiebel granuliert. Und immer, wenn ich so frisches Brot im Haus habe, ist es so mein To-Go-To. Und der Grund, warum ich so spät mit dem Vlog anfange, das wollte ich eben eigentlich schon erzählen. Ich habe am Wochenende haben wir ein bisschen was vor. Also ich wollte am Samstag zum Beispiel, habe ich ein Date mit meinem Mann. Ich habe schon ewig lang, haben wir keine Dates mehr gehabt. Also als wir in Deutschland gewohnt haben und meine Mama halt ein bisschen näher gewohnt hat, sind wir sogar teilweise einmal im Jahr alleine in Urlaub gefahren, also so an den Bodensee oder ins Gebirge. Da waren die Kinder dann halt für eine Woche oder so bei der Oma in Ferien. Das hat den Kindern gut getan. Die Oma hat sich gefreut und uns hat es gut getan als Ehepaar. Seit wir damals da weggezogen sind, wir waren ja dann jetzt 3 Jahre in Japan. Wir hatten ein Date oder ein oder zwei Dates, wo wir dann zum Lunch sozusagen alleine losgezogen sind und die Kinder dann halt daheim gelassen haben. Aber so wirkliche Dates hatten wir seit Deutschland nicht mehr. Wir wollten nach Manhattan fahren, ein bisschen über den Weihnachtsmarkt, dass man das Weihnachtsmarkt nennen kann. Und dann wollten wir dort Lunch essen und dann den neuen Avatar-Film gucken ins Kino. Und dann kommen wir wahrscheinlich erst am späten Nachmittag wieder zurück. Also haben wir rein theoretisch so den ganzen Vormittag und den halben Nachmittag für uns als Paar. Und ich glaube, das tut uns auch mal ganz gut. Ich bin jetzt schon länger zu Hause, aber mir steckt die Kälte immer noch in den Knochen. Es ist so popokalt, also meine Hände sind immer noch eiskalt, deswegen die Claire kommt auch gleich nach Hause. Deswegen denke ich, mache ich ein bisschen Wasser warm auf dem Herd und mache uns eine riesengroße Kanne Tee. Ich habe nämlich beim Aufräumen bzw. beim Räumen vor ein paar Tagen, jetzt muss ich nur drankommen, ohne dass ich hier alles kaputt mache, habe auf jeden Fall meine große Teekanne gefunden. Deswegen mache ich uns allen einen heißen Tee. Ein gutes Buch, eine Tasse heißer Tee. Die Melissa müsste auch gleich nach Hause kommen. Ich bin jetzt ein Drittel drin. Ich habe da heute Morgen schon einiges gelesen in dem Buch. Und es fängt jetzt erst an, mir so richtig gut zu gefallen. Also es hat ein bisschen gedauert. Aber nähere Infos über das Buch gibt es dann hoffentlich im Januar auf meinem Buchkanal. Ich lese jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen.
Einen wunderschönen, langweiligen Freitag. Ich warte hier immer noch. Ich warte hier irgendwie schon den ganzen Morgen drauf, dass die Umzugsfirma kommt, für die Kartons abzuholen. Mein Mann hat nämlich letzte Woche mit denen Termin ausgemacht. Und die meinen, ja, die würden irgendwann im Laufe dieser Woche kommen, würden den Tag vorher anrufen und dann an dem Tag, an dem die kommen wollten, nochmal so 2 Stunden vor, um sicher zu gehen, dass halt einer zu Hause ist. Soweit, so gut. Hat diese Woche kein Schwein angerufen. Mein Mann hat die dann gestern angerufen und gefragt, ey, wie sieht's aus, was ist los? Und die Frau am Telefon meinte, ja, rein theoretisch, eigentlich müssten die als heute kommen. Es hat aber weder einer angerufen, noch hat irgendeinen informiert. Ich bin mal gespannt, ob die überhaupt kommen, weil meine Erfahrung mit diesen amerikanischen Firmen, gerade mit diesen Möbelpacker-Firmen, die wir da jetzt haben, die kommen nie an dem eigentlichen Termin. So als unsere eingelagerten Sachen damals kamen, hieß es hier auch, der würde kommen. Und zwar so gegen, weiß ich nicht, was war das, 11 Uhr oder 12 Uhr oder was. Und letztendlich kam er dann irgendwann nachmittags um 4, 5 Uhr angeflogen mit ein bisschen Verspätung. So hat er sich ausgedrückt, ein bisschen. Ja, aber mir wurde schon öfters gesagt von meinen deutschen Freundinnen, die nach Amerika gezogen sind, dass so dieses deutsche Pünktlichkeitsding, dass man das ablegen muss, ein bisschen ein Auge zukneifen muss, sonst würde man als Deutsche komplett wahnsinnig werden. Und ich glaube, ich verstehe genau, was die meinen mittlerweile, weil ich werde da echt total baller. Ich werde total kürre in der Birne. Weil wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es Verspätung. Unpünktlichkeit. Ich hasse es. Ich krieg da echt, ich könnte da die... Genau, deswegen sitze ich auf jeden Fall hier auf meinem Schaukelstuhl, versuche nicht einzuschlafen, weil schon seit Tagen habe ich irgendwie so das Gefühl, mit jedem Tag, nur ich morgens aufstehe, bin ich unfitter. Also keine Ahnung, ich bekomme mich für gar nichts mehr aufgerafft groß. Ich glaube, ich muss mir wirklich mal Vitamin DK2 Tropfen kaufen, das wurde auch unter meinem letzten Vlog mir empfohlen. Auf jeden Fall muss ich echt mal gucken, welche Tropfen da am besten funktionieren, weil es gibt so viel auf dem Markt und nicht alle bringen was. Ich glaube, ich muss da wirklich was tun, weil das ist schon nicht mehr normal. Also könnte mein Mann gerne fragen. Das kann alles unmöglich mit meiner Depression an sich zusammenhängen. Da hängt noch viel, viel, viel mehr dran. Dass ich in Kansas nicht besonders glücklich bin und wahrscheinlich auch nie wirklich glücklich werde, hat mir bestimmt schon mitbekommen. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht besser. Das wird jetzt höchstens im Laufe der nächsten Monate noch schlimmer. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt mal aufraffen. Die zweite Maschine Wäsche müsste nämlich gleich fertig sein. Da habe ich noch eine dritte und vierte, die ich machen muss. Bisschen Haushalt schmeißen, hoffen, dass die dann heute irgendwie kommen, damit wir ein bisschen Ordnung in die Garage reinbekommen. Weil da ist es momentan extrem chaotisch. Wir haben halt die ganzen Kisten hinten in der Ecke und dann haben wir ein bisschen Müll davor, was wir noch wegfahren müssen. Und die Kisten und die ganzen anderen Sachen für den Secondhand-Laden, für die Donation habe ich immer noch nicht weggefahren, weil ich es einfach nicht auf die Reihe kriege. Und dann haben wir ja noch die Sachen, die wir verkaufen wollen. Die stehen auch noch in der Garage drin. Und deswegen hoffe ich, wenn wenigstens die Kartons einmal weg sind, da kann man, haben wir ein bisschen mehr Platz, da kann man ein bisschen mehr organisieren. Und vielleicht komme ich dann wieder nach und nach in die Puschen. Ich glaube, dieses Wochenende passiert da sowieso nicht viel, weil morgen habe ich ja das Date mit meinem Mann. Morgen wollten wir ja nach Manhattan fahren. Und übermorgen, ja, Sonntag, mal gucken, keine Ahnung, mal schauen. Ich mache jetzt auf jeden Fall ein bisschen Haushalt weiter und lese noch ein bisschen. Doch noch in den Dillens gefahren. Bin schon seit einer halben Stunde wieder zurück, habe aber immer noch meine Jacke an, weil mir einfach so unglaublich kalt ist. Die Kälte, die steckt mir so in den Knochen. Ich komme gar nicht klar mit der Kälte, wirklich. Ich habe auch deswegen meine Post, wie gesagt, einen Briefkasten ewig lange nicht mehr abgecheckt, weil der ist, in Amerika sind die Briefkästen ja immer weiter vom Haus entfernt und mir ist es einfach immer viel zu kalt und ich gehe auch wirklich selten vor die Türen, selbst wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, wo das Auto da steht, dann muss ich aber nochmal wie weit bis zum Briefkasten laufen. Deswegen habe ich das ewig lang nicht gecheckt, weil mein Mann mir irgendwie schon längere Zeit hinterher ist. Wir haben nämlich vor 2 Wochen hatten wir neue Zahnbürstenköpfe bestellt für unsere Elektrozahnbürsten. Und da fragt er mich ja schon seit einer Woche, wo ich die hingepackt habe. Und ich war im Glauben, ich hätte die ausgepackt. Ich habe gedacht, die wären in dem Paket drin gewesen, wo auch die Bücher drin waren, die ich euch im letzten Vlog, glaube ich, gezeigt hatte, letzte Woche. Die waren einfach noch im Briefkasten. Ich sollte vielleicht doch wenigstens mal alle 2 Tage oder so zum Briefkasten laufen, aber es ist einfach so popokalt. Ich komme gar nicht klar. Ich war auf jeden Fall jetzt gerade im Dillens, habe ich ja erzählt. Und da habe ich so einen spontanen Einkauf mit Vitamin D3. Die hatten leider kein Vitamin D3 in Kombination mit Vitamin K. Aber da habe ich gerade bei Amazon mir was bestellt. Und zwar habe ich ja ein bisschen Research gemacht. Und das war eines der Top 10 Supplements. Ich bin mal gespannt. Die sollen am Montag ankommen. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall bis dahin
diese hier nehmen. Ich bin in letzter Zeit so müde. Ich hätte heute den ganzen Tag nur pennen können. Wäre auch beinahe eingeschlafen auf der Couch, bis halt die Typen für die Kisten geklopft haben. Die hatten sowieso Glück gehabt, dass ich die gehört habe, weil ich habe nicht mehr so Ohrenstöpsel in den Ohren drin gehabt, weil ich in Ruhe lesen wollte, weil ich kann hier nur lesen, wenn es absolut ruhig ist. Und hier bellen halt ständig irgendwelche Hunde in der Nachbarschaft. Und deswegen hatte ich mir Ohrenstöpsel reingemacht, bin halt von ausgegangen, dass die mich anrufen. Dann hätte meine Uhr vibriert. Hat aber keiner angerufen, deswegen bin ich ganz froh, dass der laut geklopft hat, dass ich das mitbekommen habe. Kisten sind jetzt auf jeden Fall weg. Am Wochenende können wir deswegen, also mein Mann und ich, ein bisschen in der Garage rumhantieren, zumindest am Sonntag. Aber ja, ich stehe jetzt hier in der Küche, ich werde jetzt meine Jacke ausziehen, mir noch einen heißen Tee machen und anfangen zu kochen für die Kinder. Für mich habe ich Sushi geholt im Dillons, weil ich habe keine Lust auf Grilled Cheese. Das gibt es für die Kinder, so Grilled Cheese mit Gurke und Tomate und Paprika wollte ich noch schnibbeln. Und für mich gibt es dann halt Sushi. Look, perfect for Oma. Everything with the cringe. Ja. Ja, Mama, falls du zuguckst, alles für dich. Für den Weihnachtscringe. Perfekt. Diese Buchreihe habe ich auch schon so viel gehört. Ich bin mir da so unsicher. Jetzt, falls die einer von euch schon gelesen hat, sind die sehr spicy. Das mag ich eigentlich gar nicht so gern. Aber ich bin da schon echt tempted, die zu kaufen. Da gibt es, glaube ich, 4 Bücher. Thank you.
Mann, der ist jetzt schon vorgelaufen. Wir waren gerade Mittagessen. Wir haben ja heute unseren Date-Night, also unseren Date-Tag, kann man schon eigentlich fast sagen. Und wir sind ein bisschen über den Farmersmarkt, über den Weihnachtsfarmersmarkt und dann sind wir zum Essen rein, eben zum Aufwärmen kurz in die Mall, weil es so kalt draußen ist. Da ist er. Er hat sein Mittagessen nicht ganz gegessen. Only half a sandwich. Ich habe aber meinen Salat auch nicht gepackt. Let's go down that street. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen hier rauf und runter die Straßen ein bisschen, weil die haben ja auch überall diese wunderschönen Wand, wie nennt man das, Malung, Graffiti, keine Ahnung. Und hier in Manhattan überhaupt, das ist so viel schöner als in Junction City. Aber ja, wir haben jetzt noch eine Stunde, bis unser Film anfängt und das genießen wir dann jetzt noch in aller Ruhe. Baby, why are you running so fast? Babe, why are you running so fast? Der läuft immer so schnell, das ist ganz schlimm. Ich hole euch jetzt noch ein bisschen mit. Wir laufen hier auf jeden Fall jetzt noch eine Runde. Ach so, und ich bin auch ganz stolz auf mich. Ich bin ja eben auch im Bücherladen gewesen und habe kein Buch gekauft. Ich war ganz artig, habe mich selber so ein bisschen überrascht, aber ich habe kein Buch gekauft. Ich habe kurz drüber nachgedacht, wegen dieser Twisted Love-Reihe, weil ich davon schon so viel Gutes gehört habe. Aber ich habe jetzt so viele neue Bücher bestellt, die sollten heute oder morgen ankommen. Kann ich euch später auch noch zeigen, wenn ihr wollt. Und ja, meine Hand friert ab. Es ist kalt. Ich sollte vielleicht mal seine Bremsen ölen. Aber ich zeige euch jetzt mal einfach hier so ein paar Eindrücke noch. Und dann genieße ich mein Date. Und renne meinem Date hinterher, weil der schon wieder so weit vorne vorläuft. We don't have a skirt. We couldn't find one of them. We're going to your favorite store today. The Wally World. Wally World. The Wally World. Einen wunderschönen vierten Advent. Ich habe gestern nicht mehr groß mitgefilmt. Der Film, der ging aber auch gestern extrem lang. Ich glaube, es waren fast 3 Stunden, aber ich habe mich nicht in irgendeiner Weise auch nur gelangweilt in den 3 Stunden. Ich muss wirklich sagen, am Anfang, als ich als wir dieses Date ausgemacht haben, als mein Mann mir erzählt hatte, dass der Film halt einfach mal 3 Stunden lang ging, habe ich schon so gedacht, oh nee, 3 Stunden lang im Kino hocken mit weiß ich nicht wie viel Leuten im Saal, aber es war richtig, richtig schön. Der Film war einfach nur traumhaft toll. Ich habe auch 3-mal geheult. Es waren da 3 Szenen drin, die wirklich so unglaublich traurig waren, aber es war so ein wunderschöner Film. Also ich weiß nicht, ob der bei euch schon in Deutschland in die Kinos gekommen ist. Falls nicht, sobald der rauskommt, schaut ihn euch an. Der ist einfach nur wunderschön und ich kann ihn auch nur in 3D empfehlen. Es war so klasse, aber ich muss dazu sagen, das Kino, in dem wir waren, die Sitze, die konnte man auch komplett einmal ausfahren. Also man hat da regelrecht fast gelegen,
Es war so unglaublich bequem. Man hatte auch wirklich sehr viel Platz. Es war unglaublich toll. Also wir müssen das unbedingt als Paar unbedingt öfters machen. Es war popokalt allerdings, deswegen waren wir nicht lange auf dem Markt. Wir waren nicht besonders groß. Es waren wirklich nur so 8 Stände und ein Kaffeestand, wo ich mir dann einen leckeren Snickerdoodle-Latte geholt habe mit ich glaube, das war Haferflockenmilch, also Hafermilch. Und er war auch richtig gut und er war schön warm, die Tasse, und ist mal ein bisschen spazieren gegangen. Es war unglaublich toll. Heute ist der 4. Advent und wie ihr gesehen habt, haben wir gerade unseren Weihnachtsbaum aufgestellt. Wir wollten uns eigentlich einen echten Baum holen, aber in dem ganzen Umzugschaos, ja, das wollten wir dann heute nicht machen, weil heute ist ja, wie gesagt, der 4. Advent und in der Woche ist ja schon Heiligabend und deswegen normalerweise holen wir uns immer einen Baum so am 2. Dezemberwochenende. Ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr das macht. Also am 2. Dezemberwochenende ist der Baum noch frisch. Das war bei uns so in Deutschland immer so die Tradition. Meine Batterielampe blinkt. Ich tausche schnell den Akku aus und dann zeige ich euch nämlich schnell noch, was hier in den Paketen drin ist. Ich habe nämlich wieder was bestellt. Wie soll es auch anders sein? Und bevor sich einer wundert, weshalb die Claire nur geholfen hat beim Baum dekorieren, der Steven hatte keine Lust und die Melissa auch nicht. Die Melissa ist aber auch in einem Alter, wo ich das gar nicht erwartet habe. Ich habe sie gefragt, sie wollte nicht. Deswegen, unser Bäumchen ist dekoriert. Wir haben auch neue Lichter drin, die so schön funkeln. Ich zeige euch das später dann noch im Dunkeln, wenn das so richtig schön was hermacht. Aber wie gesagt, ich habe es wieder getan. Ein letztes Mal für eine Weile. Ich verspreche es mir selber, meinem Portemonnaie und meinem Mann. Aber ich habe nochmal Bücher bestellt. Und ich hatte überlegt, ob ich mir diesen Book Haul nicht aufheben soll für meinen neuen Buchkanal, dass ich so ein Book Haul Dezember Book Neuzugänge Video drehe. Vielleicht mache ich das auch noch irgendwann. Das hole ich vielleicht noch irgendwann nach. Aber ich dachte mir, für jetzt, weil der Kanal ja erst im Januar startet, zeige ich das euch halt jetzt noch schnell in diesem Video. Hole ich das Paket mal zu mir. Die Bücher waren nämlich nach wie vor bei Amazon richtig schön runtergesetzt. Deswegen habe ich mir einmal Legendborn und Plattmarkt gekauft. Das hier ist der zweite Teil zu diesem Band. Ich weiß jetzt auch gar nicht hundertprozentig, worum es geht, aber man sieht es überall bei BookTube und das Buch soll so gut sein. Es ist so ein Young Adult Fantasy in der jetzigen Welt, also in der richtigen Welt sozusagen. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Nennt man das dann Urban Fantasy? Keine Ahnung, aber soweit ich weiß, spielt das wohl auch in einer Schule, also so Harry Potter mäßig mit Magie und so, aber halt doch komplett anders. Ich bin auf jeden Fall schon super gespannt. Und werde das demnächst auch wahrscheinlich schon anfangen. Deswegen habe ich mir auch direkt den zweiten Band geholt, damit ich halt beide Bücher back-to-back lesen kann. Oh, habe ich das Hardcover geholt? Oh nein. Ich habe mir dann auch hier noch diese Trilogie gekauft. Das ist mir nur gerade aufgefallen. Ich habe ein Hardcover bestellt und die anderen zwei in Paperbacks. Das sieht dann natürlich im Bücherregal nicht so toll aus. Die eingefleischten Buchfreunde werden mich eventuell verstehen. Aber ich werde das jetzt nicht zurückschicken, denke ich. Ich lasse das jetzt so. Kingdom of the Wicked ist, glaube ich, der erste Teil. Und Kingdom of the Curse der zweite. Und dann ist das Hardcover hier, glaube ich, das neueste. Von den Büchern weiß ich jetzt auch nicht besonders viel. Nur, dass die super gut sein sollen. Und dass es da wohl um Vampire und so ein Zeug geht, glaube ich. Und Dämonen. Um eine Emilia mit ihrer Zwillingsschwester. Genau, das sind Hexen. Genau, ich glaube, der einen Zwillingsschwester passiert was. Ich glaube, die wird ermordet oder so. Und dann tut die andere Zwillingsschwester, die übrig bleibt, versucht die da zu, wie sagt man, Revenge halt. Um die zu rächen. Rächen ist das deutsche Wort, was mir nicht eingefallen ist, genau. Und da gibt es halt 3 Bänder. Und da ich ja momentan Crooked Kingdom lese mit meiner Schwester zusammen, hat die auch den ersten Teil schon gelesen, Sixth of Crows, ich glaube, das nennt sich in Deutsch das Lied der Krähen, glaube ich. Oh oh, jetzt fehlt doch noch ein Buch. Das kommt bestimmt heute noch an. Ich wusste doch, dass was fehlt. Ich habe mir auf jeden Fall die Trilogie der Creatureverse geholt. Das ist das erste, Shadow and Bone. Und ich glaube, Siege and Storm ist das zweite. Und das dritte ist... Ich kann das nicht lesen ohne meine Brille. Das ist echt schlimm mit mir. Ruin and Rising ist das dritte Band. Das kommt dann jetzt noch heute mit der Post. Aber ich dachte mir, weil mir die Buchreihe so gut gefällt, die ich halt mit meiner Schwester momentan lese, muss ich die 3 auch lesen. Ich glaube, der wurde auch schon verfilmt hier bei Netflix. Und ich glaube, Shadow on Bone habe ich sogar schon mit meinem Mann gesehen auf Netflix. Aber das ist schon so lange her, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Und dann habe ich mir noch ein Buch bestellt. Und zwar der zweite Teil hier von der Stephanie Garber. Da hatte ich, was war das, Once Upon a Broken Heart, ist glaube ich das erste. Und jetzt hier The Ballad. Babe, how do you pronounce B-A-L-L-A-D? Is it Ballad or Ballad? Ballad. Ballad? Ja. The Ballad of Never After. Gut, dass mein Mann Englisch spricht.
Ja, The Ballad of Never After ist der zweite Teil zu diesem Buch. Und ich weiß gar nicht, ob es da jetzt dann auch noch eine dritte geben wird. Aber das erste Band habe ich jetzt noch nicht gelesen, weil ich das zweite halt noch nicht besessen habe. Und die habe ich dann noch beide im Hardcover. Genau, die wollte ich dann nächstes Jahr lesen. Die sind auf meiner 20 Bücher für 2023. Aber das seht ihr dann auf meinem Buchkanal. Da mache ich ein extra Video für. Ich fahre auf jeden Fall gleich noch mit meinem Mann zum Walmart, weil wir uns einen, wie nennt man das, Tree-Skirt kaufen wollten. Es gibt ja so Tischdecken, aber so Decken, die man um den Baum drumherum macht. Das wollten wir machen, um die Kabel zu verstecken. Und das machen wir heute auf jeden Fall noch. Da hole ich euch vielleicht noch mit. Und ansonsten wird es heute ein total chilliger Sonntag. Walmart dann jetzt auch noch Kekse mitgebracht. Das sind Carrot Cake Cookies, so Karotten, Kuchen, Keks, Sandwiches. So sehen die aus. Die wollte ich jetzt noch mit euch zusammen probieren. Ich liebe Möhrenkuchen, das ist mein absoluter Lieblingskuchen. Die sind Hammer. Ich wollte die erst gar nicht kaufen, weil die echt sehr teuer waren. Und diese Packung hat mal $6 gekostet. Wäre mein Mann nicht dabei gewesen, ich hätte die mir tatsächlich nicht gekauft. Aber die schmecken so geil. Die sind super weich, super zimtig. Und die Füllung, Geschmack Frischkäse und Butter, bisschen Zucker, also süß. 1A.